Zurück im Massi, zurück im Start-Velodrom. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Anstoß für Island mit einer Mehrzahl an Chancen gegen Ungarn, das er spät hineingefunden hat in dieses Spiel hier im Start-Velodrom. Und trotzdem alles spannend, weil es eben immer noch 0:0 steht, dank Gábor Király, der das Tor der Ungarn toll sauber gehalten hat bei den vielen Chancen der isländischen Mannschaft. Alle drei vorne, Finn Bogason, Sigþórsson und Sigurðsson, mit Gelegenheiten später an Prishkin und Gera für Ungarn, mal vor Hannes Thor Halldórsson, dem Torwart aus Norwegen. Finn Bogason, Sigurðsson, schön ausgespielt für Skúlason, Jóttak. Und es gibt den sechsten Eckball für Island, Balázs Jóttak. Mit dieser Grätsche gegen Skúlason, Rechtsverteidiger aus Dänemark. Kein Spieler aus der Startelf spielt in Island. Ersatztorhüter Gunnleif vor Gunnleifsson spielt in der isländischen Liga, sonst allesamt im Ausland. Klein Heichler unter Druck, aber toll gelöst mit Edek und Kada. Lovrencic. Skúlason. Und Finn Bogason hatte Riesenchancen, sein achtes Länderspieltor zu erzielen. Sigurðsson, Skúlason, Ball läuft gut. Gudmundsson, oh, aufgepasst. Sigþórsson, gerade so verteidigt von Juhas und von Fjoda. Wieder Sigþórsson und Arnason. Abgegrätscht von Fjoda. Jetzt wird gewechselt bei Island. Der Kapitän geht. Aron Gunnarsson verlässt den Platz. Es kommt Emil Hallfredsson. Neuer Spieler jetzt also von Trainer Lars Lagerbeck. Der jetzt also für das Mittelfeld kommt, spielt bei Udinese Calcio in Italien, erfahren aber mit über 50 Einsätzen. Király rausgefaustet, Arnason, Sigurðsson, Gudmundsson, weiter für Finn Bogason. Und immer wieder Király, jetzt kommt Gera, jetzt kommt Juhas. Alle bedanken sich bei Gábor Király, der den Ball wieder abwehren kann. Wenn Ungarn hier punktet gegen Island, dann vor allem dank Gábor Király. Der schafft jeden Ball zu weiteln. Gudmundsson beim nächsten Eckball für Island. Fjoda. Kaum Befreiungsmöglichkeiten gegen Sigþórsson. Den Stürmer, der hier in Frankreich spielt bei Nantes. Ballverlust, Missverständnis, Edek und Laszlo Kleinheichler. So, Kleinheichler jetzt mal mit etwas Raum im Mittelfeld. Fjoda weiter für Lovrencic. Schön gespielt gegen Arnason. Mal vorbeigekommen, Fjoda, wieder Lovrencic. Und das ist die Chance, Prishkin, und er macht tatsächlich das Tor. Tomáš Prishkin, 1-0 Ungarn. Mit der ersten Chance im zweiten Durchgang macht er das Tor gegen Halldórsson. Es war kein Abseits. Toll gespielt von Lovrencic mit Fjoda. Und dann, jawohl, nicht im Abseits. Schwach verteidigt von Sigurðsson und von Bjarnason. Toll verwandelt Prishkin gegen einen achtlosen Hannes Thor Halldórsson. Das ist das 1:0 für Ungarn. Das, was nicht passieren durfte aus isländischer Sicht. Das Gegentor trotz Überlegenheit durch Prishkin. Endlich seine Aktion, Tomáš Prishkin spielt bei Slovan Bratislava in der Slowakei und macht das erste Tor für ihn beim großen Turnier, natürlich bei der ersten Teilnahme, das gilt ja für alle Spieler, aber er hatte gegen Österreich eben nicht die großen Gelegenheiten, dafür jetzt gegen Island
ist das bitter für die Mannschaft von Lars Lagerbeck, die so viele Chancen hatte und dann einmal nicht aufpasst mit Cyberson in der Innenverteidigung und dann gleich das Tor kassiert gegen einen eiskalten Tamás Prishkin. Finn Bogason hat Glück gegen Zoltán Gera. Skúlason ins Leere gegrätscht von Kada. Deswegen die Chance. Gudmundsson klug abgelegt. Finn Bogason abgeblockt. Und die zweite Chance rausgeköpft von Juas. Immer wieder dieser Finn Bogason. Aber sie schaffen es einfach nicht vorbeizukommen. Entweder steht Kiraj richtig oder ein Verteidiger in der Viererkette Ungarns. Balázs Csuchák. Kleinheichler. Jetzt werden Räume entstehen für die Mannschaft von Bernd Stock. Wieder Csuchák hängen geblieben an Skúlason, Gudmundsson. Und sofort wieder das Kombinationsspiel Sigurdsson. Kuzmic. Riskanter Ball. Hat Glück, dass da Finn Bogason nicht rankommt. Der Mann in der Verteidigung mit Richard Kuzmic. Spielt in Krakau in der polnischen Liga. Wie auch gerade aus Bosen und Ersatzspieler Nikolic aus Warschau. Kleinheichler. Prishkin. Gera schön gespielt. Lovrencic. Scheidersson kann den Ball nicht festhalten. Nächster Eckball für Ungarn. Lovrencic, der sich gesteigert hat. Tor vorbereitet. Der Mann aus Posen. Und jetzt auch selber zum Abschluss kommt. So, jetzt kommt Adam Szalai. Die Bank top besetzt bei Ungarn. Mit Stieber aus Nürnberg, früher bei Hamburg gespielt. Und Adam Szalai, der jetzt also für Prishkin kommt, heute deutlich besser gespielt. Hat zumindest die eine oder andere Chance gehabt, das Tor gemacht für Ungarn. Jetzt also der noch Hannoveraner Adam Szalai für die nächsten 20 Minuten. Halldorsson rausgefaustet und das ist die Chance. Ein Traumtor, ein Wahnsinnstor für Ungarn. Toll gespielt und dann eiskalt genutzt von Juas, der Innenverteidiger, mit seinem siebten Länderspieltor. Halldorsson draußen und dann reingeworfen mit Seitfallzieher. Traumhaft gemacht von Juas und über Halldorsson hinweg, der Pfosten besetzt, aber dann rausgelaufen von Skúlason und deswegen der Weg frei zum vielleicht entscheidenden 2:0 für Ungarn durch Roland Juas. Ganz erfahrener Mann in seinem 93. Länderspiel. Nur Kiraj hat mehr und er macht das siebte Tor, der Verteidiger Roland Juas, weil Halldorsson den Ball rausfausten will, aber auf den Fuß faustet des ungarischen Innenverteidigers. Vorteil nach dem Foul an Finn Bogason. Skúlason. So, eine Viertelstunde bleibt. Island, das wirklich gut gespielt hat, aber am Ende einfach das Tor verpasst hat. Das müssen sie sich vorwerfen, wenn es hier nicht gelingt, jetzt Tore zu machen und zu punkten gegen Ungarn. Es war alles möglich. Halfridsson, der neue Mann. Und Finn Bogason trifft den Pfosten. Ist da sein Pech? Die nächste Chance. Bjarnason, nicht gut verteidigt. Halfridsson. Und Bjarnason versucht es, Kiraj. Und Juas klärt. Immer noch alles möglich. Und immer wieder Chancen. Jetzt auch Halfridsson, der Neumann. Bjarnason, Kiraj. Unfassbare Tat. Gábor Kiraj, dem der Ball erst wegrutscht und dann
meine ich, selber ungewollt ins Aus noch irgendwie rausgeschlagen. Nächster Wechsel, Kjartansson kommt bei Island und Lovrencic geht, einer, der das Spiel geprägt hat, der Mann im Mittelfeld, also jetzt ausgewechselt wird. Für ihn kommt Zoltán Stieber, das ist die Bundesliga-Erfahrung, die jetzt kommt mit Zoltán und mit Stieber. Das ist der neue Mann bei Island mit Kjartansson. Stürmer aus Malmö. Kiroy. Der bleibt ganz cool. Gábor Kiroy. Sie sehen die Zahl. 6 Paraden von Halldórsson und ganze 10 von Kiroy. Allesamt Großchancen der Isländer. Immer wieder Tore gehalten vom ehemaligen Münchner, von Gábor Kiroy. Eine Bereicherung damals für die Löwen. Jetzt für Ungarn. Szoboszlai und Kleinhäusler. Nicht gefunden. Kjartansson. Es laufen die letzten 10 Minuten. Island hätte führen können mit einer deutlichen Führung zur Halbzeit. Das haben sie verpasst aufgrund der vielen vergebenen Chancen. Jetzt steht es 0-2 und die Mannschaft ist dringend gefordert. Gudmundsson. Die nächste Chance. Außennetz. Gudmundsson. Auch er trifft nichts. Wer hat denn eigentlich noch nicht aufs Tor geschossen? Also vorne Finn Bogason, Sigurdsson, Sigurdsson, dazu Heifelsson. Allesamt mit einer Chance und trotzdem immer noch 0-2 aus isländischer Sicht. Bitter kann es kaum laufen hier in Marseille. Vor der großen Kulisse ist das vielleicht größte Spiel für Island, auch für Ungarn, aber vor allem für die sonst doch vor kleinen Kulissen spielenden Isländer, auch in der Liga. Selten spielt man in einem so großen Stadion wie hier in Marseille. Kjartansson! Und auch der neue Mann kriegt seine Gelegenheit. Wieder Örn Kjartansson. 11. Länderspiel. Abstoß für Gábor Kiroy. Meine Güte, Szoboszlai, da hätte man viel mehr draus machen können. Kleinhäusler. Aber jetzt Szoboszlai, Stieber, auch nicht gut gespielt, trotzdem Szoboszlai. Halldórsson, der winkt seine Mannschaft nach vorne, sie wissen ganz genau, sie spielen noch gegen Österreich, das wird ein ganz schwieriges Spiel. Und sie brauchen dann natürlich den Sieg. Es könnte trotzdem schon das Aus sein. Djurdjak. Und das ist die nächste Chance. Gera, Unsicherheit von Sævarsson. Gut gegangen, Finn Bogason. 2 Minuten bleiben in Marseille. 2 Minuten auch für die Ungarn, die natürlich mit 4 Punkten gut dabei sind. Nächster Kopfball, Kiroy. Natürlich gegen Bjarnason abseits, hätte nicht gezählt. Gegen Juhas. Freistoß Kuzmic. Also Ungarn, 4 Punkte. Wir haben jetzt zu Beginn des zweiten Spieltages gesagt, wir haben die letzten Turniere durchschaut, bei den mit sechs Gruppen gespielt wurde, bei denen man über den dritten Platz weiterkommen konnte. Wenn man Dritter wurde mit 4 Punkten, ist man weitergekommen. Somit also so gut wie sicher. Ungarn ist dabei und wird tatsächlich im Achtelfinale stehen. Letzter Spieltag gegen Portugal. Ein Unentschieden kann Sicherheit bringen. Gera nochmal, Stieber! Das ist die Qualität von der Bank. Szoboszlai und Stieber. Die schon gegen Österreich von der Bank kamen, heute auch gegen Island. Später nochmal das Spiel bereichern können. Eine Taktik vom Trainer, die riskant ist. Wir haben es gesehen, dass das Spiel im ersten Durchgang doch sehr fad war, was Ungarn gespielt hat, war über weite Strecken harmlos. Kein Problem für Island. Dann allerdings die Steigerung mit den beiden Toren, mit einem wirklich glücklichen Moment über Lovrencic und dann verwandelt von Briszkin. Nächste Chance, abgeprallt.
Kuzmic klärt. Einwurf nochmal für Istanbul in der Nachspielzeit. Sie haben es versäumt, das Tor zu machen. Und Ungarn hat ein Hältchen-Marseille gefunden mit Gábor Király, der die Mannschaft vermutlich ins Achtelfinale bringt. Nochmal der befreiende Ball. Sigurdsson jetzt auch weit hinten. Guðmundsson. Kjartansson. Und jetzt ist es vollbracht. Ungarn gewinnt 2:0. Dank Gábor Király, der Torwart, der beste Mann mit tollen Taten gegen Island, tolle Paraden des ehemaligen Münchners, mittlerweile in Ungarn bei Haladas, hat heute seine Mannschaft maßgeblich zum Sieg geführt. Vorne dann die glücklichen Momente, erst das Tor von Prishkin nach toller Vorarbeit von Lovrencic und Fiola, dann der glückliche Moment von Juas, der den Ball perfekt verwandelte nach dem ausgefausteten Ball von Torwart Halldórsson. Der Blick auf die Tabelle, Ungarn also jetzt mit 4 Punkten dabei, zunächst mal Gruppenerster. Danach Portugal, das heute Abend spielt gegen Österreich. Die Mannschaft selber auf Platz 3 hinten Island mit 0 Punkten nach 2 tollen Spielen. Erst wirklich toll gestartet gegen Portugal, dann gegen Ungarn so viele Chancen gehabt und trotzdem am Ende 0 Punkte nach 2 Partien. Es gibt noch Hoffnung, wir werden rechnen heute Abend, wie es weitergehen kann für die isländische Mannschaft. Ungarn mit besten Chancen auf das Weiterkommen vom nächsten Spiel dann gegen Portugal. So, heute Abend dann der Abschluss des zweiten Spieltages, die letzten Mannschaften, die noch nicht zweimal gespielt haben, Österreich gegen Portugal. Das Spiel dann im Parc de France in der Hauptstadt wird gespielt. Wir sind dann dabei um 21 Uhr, werden das Spiel natürlich für Sie übertragen, bevor es dann morgen in die großen Konferenzen geht. Die ersten Entscheidungen werden fallen rund um Gastgeber Frankreich. Jetzt zunächst mal Tschüss aus Marseille, bis später in Paris.